Der Velociraptor Blue ist tatsächlich schon hier drin mehr oder weniger beschrieben worden. Plus wir bekommen jetzt einen wesentlich besseren Einblick in die gesamten Laboranlagen von Ingen im Jurassic Park. Ja, wir beschäftigen uns jetzt hier in diesem Video mit Kapitel 14 von Michael Crichtons. Dinosaurier-Romane Jurassic Park oder auch zu Deutsch Dino Park, weil immer wieder die Frage ankommt: Tobi, ist Dino Park eigentlich dasselbe Buch wie Jurassic Park? Die Antwort hierbei ist einfach ja. Der Name Dino Park wurde noch für die deutsche Variante des Buches benutzt, bevor der Film rausgekommen ist und bevor der Titel Jurassic Park natürlich wesentlich berühmter war. Das heißt, ihr könnt sowohl das Buch Jurassic Park als auch das Buch Dino Park lesen. Das kommt beides auf dasselbe hinaus. Das sind auch keine Neuauflagen oder ähnliches. Das könnt ihr ganz getrost lesen. Und nein, das Buch werdet ihr so nicht mehr original finden. Das müsst ihr euch bei eBay oder ähnlichen Gebrauchtanbietern kaufen, was aber nichts macht. Achtet einfach nur darauf, dass diese Bücher hier nicht aus irgendeinem Raucherhaushalt kommen, weil dann stinken die einfach und sind halt gelb. Ich würde sagen, wir palabern gar nicht mehr allzu lange rum und starten direkt mit dem Video rein. Kapitel 14. Vorne Jurassic Park mit dem Titel Die Besichtigungstour. Es wird äußerst interessant und ebenfalls das allererste Kapitel wahrscheinlich, bei dem ich ganz klar sagen muss, das hat der Film besser gemacht. Wir quatschen da jetzt mal drüber. Auf geht's. Viel Spaß. In Kapitel 14 die Besichtigungstour machen wir mit dem Szenario weiter, das wir eben auch davor aufgebaut bekommen haben. Lex und Tim sind jetzt frisch auf der Isla Nubla angekommen. Aus dem Grund, dass John Hammond der Meinung gewesen ist, ja, die Eltern von Lex und Tim sind gerade mitten in der Scheidung, die trennen sich und deswegen möchte er die Kinder ein bisschen aus diesem ganzen Eheklinsch raushalten und holt sie einfach auf die Isla Nubla, auf seine Dinosaurierinsel, von der übrigens aber auch die Eltern von Lex und Tim noch nicht mal wissen, dass das wirklich eine Dinosaurierinsel ist. Das heißt, auch die Eltern der beiden Kinder und die Kinder selber haben keine Ahnung, in was für eine Gefahr sie sich hier möglicherweise begeben. Der Anwalt Donald Gennaro allerdings, der geht hier sehr stark auf John Hammond ein. Und ja, ich habe genau das jetzt schon öfter in vorherigen Parts erwähnt. Donald Gennaro hier im Buch ist ein wirklich cooler Charakter und so krass anders beschrieben als im Film. Unter anderem, wenn wir uns die Beschreibung angucken, Donald Gennaro ist ein äußerst muskulöser Mann und wir haben dann einfach die Figur aus den Filmen im Hinterkopf und decken uns. Wow, okay, ähm, ist auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Präsenz hier im Buch. Und ebenfalls auch von seiner Art her ist Donald Gennaro hier wesentlich vernünftiger. Er ist nicht einfach der geldgierige Anwalt wie im Film. Nein, nein, er will, dass der Park zu 100% abgesichert wird. Er macht quasi das, was ein Anwalt ebenfalls auch tun sollte, nämlich hier dafür sorgen, dass auch alles wirklich im Reinen ist. Deswegen haben wir hier eine kurze Diskussion mit John Hammond und dem Anwalt Donald Gennaro, in welchem Gennaro Hammond darauf hinweist, dass die Kinder sofort wieder in den Helikopter steigen und wegfliegen sollen, weil die Insel eben einfach noch nicht abgesichert ist. Man weiß ja nicht, ob hier irgendwelche Gefahren lauern, wie bestimmte Krankheiten, wo ich gleich wieder an Jurassic World Rebirth denken musste. Die gesamte Viruskrankheit-Thematik, die ist auffällig oft auch hier im Buch thematisiert worden. Aber ebenfalls werden auch Pflanzen erwähnt, die ja auch giftig sein könnten. Durch die, durch die bloße Berührung der Haut kann man dann davon irgendwelche Anfälle bekommen. Und ja, wir dürfen nicht vergessen, hier sind auch Dinosaurier im Park, die ja scheinbar ausgebrochen sind. Denn ein Dr. Alan Grant weiß ja auch bereits, dass ein Compsognathus, also mindestens einer davon, irgendwie aufs Festland gekommen ist. Deswegen es hier halt eine Diskussion zwischen gennaro und Hammond. Und Hammond zeigt hier wieder einmal, dass dieser John Hammond aus dem Buch, der hätte so nicht funktioniert, mit einem liebevollen Menschen besetzt zu werden wie Richard Attenborough, der Schauspieler der John Hammond in Steven Spielbergs Film. Verkörpert hat, denn Richard Attenborough ist wirklich eine Person. Ich weiß nicht, ob der jemals einen Bösewicht gespielt hat, aber der ist ja, wie wir auch gesehen haben, relativ herzlich. Oder eigentlich, was heißt relativ? Er ist total herzlich und deswegen musste man die Figur John Hammond später im Film auch so ein bisschen umschreiben. Er ist mehr so der Naive. Milliardär. Also, er denkt nicht weit genug, meint das Ganze aber auch überhaupt nicht böse und geht hier auch gar nicht mal wirklich bewusst über Leichen. Ich meine, ja, wenn wir da jetzt mal genauer in die Thematik reingehen, Jurassic Park 1, muss man sagen, Hammond ist hier auch über Leichen gegangen. Aber der aus dem Buch, der ist halt ein ganz anderes Kaliber, weil der Typ ist wirklich uneinsichtig, er ist arrogant, er ist unfassbar heftig auf das Geld aus und nein, er lässt sich nichts sagen. Weshalb ich mir auch denke, okay, das kann doch mal sehr spannend werden, weil John Hammond hat zwar auch im Film immer wieder widersprochen, als dann Ian Malcolm, Ellie Sattler oder auch Alan Grant gesagt haben, ey, der Park, ich habe da meine Bedenken dabei. Ellie Sattler hatte die Pflanzen angesprochen, die einfach nur im Park sind, damit sie schön aussehen. Ian Malcolm warnt permanent vor der Chaos-Theorie und auch Alan Grant geht ja mehrfach darauf ein, dass dieser Park, naja... Dinosaurier beherbergt und wir immer noch nicht wissen, was das für Auswirkungen auf uns alle haben kann. Und selbst im Film versucht John Hammond das Ganze so ein bisschen wegzulachen. Wir merken aber, dass er dabei sich Gedanken macht. Wir haben ja spätestens dann im Film den Moment, als Ellie Sattler mit John Hammond redet, und die beiden essen diesen lustigen Wackelpudding und spätestens dann macht er sich ja Gedanken darüber, was ihm hier alles erzählt wurde. Der John Hammond hier im Buch, der ist ganz klar auf Konter aus, der sagt na nein, nein. Er schreit die Leute an, er wird auch wirklich ausfallend, also ist ein kleiner Choleriker Hammond. Und legt sich hier mit Donald Gennaro an, der, naja, eben immer wieder darauf hinweist, ey, dieser Park muss abgesichert werden. Egal, der Helikopter hebt auf jeden Fall ab, die Kinder sind jetzt auf der Insel, wir können sie nicht mehr zurückschicken. Und dann geht jetzt eben wie folgt weiter, wir bekommen... Die Szene jetzt ähnlich geschrieben, die wir auch aus dem Film kennen, quasi von dem Augenblick an, als unsere Hauptfiguren jetzt so ein bisschen was über den Park erfahren. Das heißt, wir lernen jetzt Sachen kennen wie, äh, wie schaffen wir es, Dinosaurier zu klonen, wie verhindern wir die Fortpflanzung der Tiere, Sicherheitsmaßnahmen, so ganz viele Sachen, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Interessanterweise merken wir aber auch, dass jetzt hier in diesem Kapitel bestimmte Ereignisse zeitversetzt sind. Denn jetzt kommen wir zu dem Augenblick, wo Ellie Settler, Ian Malcolm und Alan Grant erst in diesen Park eingeführt werden und diese Rundtour machen. Die machen sie einen Film, in dem sie da in diesem Kino sitzen, wo Hammond dann auch diesen einen Witz bringt, in dem er sich selber klont und dann tauchen ganz viele Hammonds auf. Und im Film kamen Lex und Tim erst danach, dazu der Gruppe dazu. Jetzt im Buch kommen die beiden Kinder allerdings davor mit hier rein und darauf werden wir noch mal eingehen müssen, denn ich liebe es euch immer wieder erzählen zu können, ich als Jurassic World Kritiker tatsächlich. Ich liebe es euch immer wieder erzählen zu können, dass Jurassic World sich genau sowas als Vorbild nimmt und immer wieder davor verneigt vor diesem Buch einfach vor diesem ja, vor diesem Dinosaurier Klassiker von Michael Crichton und das haben wir jetzt auch hier wieder sogar ganze drei oder zweimal. Wir werden es gleich auf jeden Fall sehen. Das heißt, ja, es macht wahrscheinlich irgendwo Sinn, dass Lex und Tim hier im Buch vor dieser Rundtour auftauchen. Denn die beiden wissen ja ebenfalls noch gar nichts über den Park und bekommen jetzt durch diese Rundtour eben selber erst mit, was hier eigentlich wirklich abgeht. Im Film selber, da haben wir das Gefühl, dass Lex und Tim bereits wussten, dass es Dinosaurier hier im Park gibt. Ich meine, die haben nie irgendwas hinterfragt und klar, als sie den allerersten Triceratops gesehen haben, das war ein Wow-Moment. Aber als dann diese Fahrt mit den Autos begonnen hatten, dann wurde von einer Stimme vorgetragen, Tinophosaurus und bla bla, und da hat keiner von den beiden jemals gefragt. Wie Dilophosaurus. Hier gibt es Dinosaurier. Also im Film wurde das alles so ein bisschen weggenommen. Hier im Buch erfahren sie jetzt eben erst, was hier auf der Insel wirklich abgeht. Ja, Tim verehrt Dr. Alan Grant hier genauso wie auch im Buch. Ist ganz charmant, ist natürlich wesentlich mehr ausgearbeitet. Hier gibt es dann auch so einen kleinen Dialog und Flashbacks. Was mich immer wieder sehr freut, denn ich bin so jemand, ich mag irgendwie Flashbacks, wo man so ein bisschen die Hintergründe von, von Familien, jetzt hier in dem Fall oder auch von einzelnen Personen, ein bisschen mehr beleuchtet bekommt. Denn Tim erzählt Alan Grant, Jetzt von einem Vorfall in einem Museum mit Tims Vater. Denn Tims Vater ist wohl jemand, der interessiert sich relativ wenig für Dinosaurier und hat auch nicht wirklich Interesse daran, dass sein Sohn so eine Faszination dafür auslebt. Und genau darüber beschwert sich Tim dann eben auch bei Dr. Alan Grant. Er erzählt ihm von so einem Vorfall, wo Tim selber festgestellt hat, dass da ein T-Rex-Skelett war, was, meine ich, in einem Museum ausgestellt gewesen ist und da fehlt aber ein Wirbel. So, Thema hat die wohl gezählt und dann sagt er eben zu seinem Vater, da ist einer zu wenig da. Und sein Vater ist erstmal ganz perplex und denkt sich, warum weißt du sowas? Und mir kam das so ein bisschen vor, als wäre das so dieses typische: sowas kannst du dir merken. Aber die wichtigen Sachen merkst du dir nicht. Das kennt bestimmt jeder von euch zu Hause auch. Von euren Eltern, gerade wenn ihr eben als Kinder euch. Keine Ahnung, bei mir war es Dragon Ball. Ich konnte mir von Dragon Ball alles merken. Ich wusste ab welcher Folge sich Vegeta's Synchrostimme geändert hat und konnte euch alles darüber sagen. Wenn es aber darum ging, mir einfach einen Termin zu merken, wann die gelben Säcke vor die Tür gestellt werden müssen. Ja. Keine Ahnung, das weiß ich bis heute nicht. Aber das sind auch so Sachen, wenn man Interesse an etwas hat, dann merkt man sich einfach solche Sachen. Und da merkst du ebenfalls auch hier, was Tim für ein cooler Dino-Nerd im Endeffekt ist. Quasi Dr. Alan Grant in klein. Und ich hatte auch hier das Gefühl gehabt im Buch, dass die beiden ein bisschen besser harmonieren als am Anfang vom Film. Denn im Film am Anfang ist Alan Grant ja eher so ein bisschen genervt von Tim und schlägt ihm auch einmal die Tür. Von dem einen Auto vor der Nase zu. Das fand ich jetzt, das kam hier gar nicht mal so rüber, denn Alan Grant unterhält sich ebenfalls dann mit Tim. Und Alan Grant stimmt Tim hier bei allem zu und meint auch irgendwas von wegen, ja, Dinosaurier sind aber eben einfach cool. Und sowas nach dem Motto, ich selber, Tim, ich bin auch ein Dino-Nerd. Und das war schon wieder sehr charmant. Das heißt, die beiden haben hier direkt mal eine etwas bessere Chemie. Was Lex angeht, ähm, ihr habt mich davor gewarnt. Ihr habt mir geschrieben, dass Lex im Buch nerviger sein wird als Tim, äh, als im Film. Und ebenfalls auch als Tim. Und ich finde, man merkt hier erste Anzeichen. Lex nervt hier noch nicht so extrem, aber sie ist halt sehr darauf aus, alles und jeden zu korrigieren. Und es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die permanent meinen, sie müssten andere korrigieren. Das könnte hier wirklich eine anstrengende Figur werden. Wie gesagt, ihr habt mich darauf hingewiesen, okay, das wird ein bisschen krass mit ihr. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und da haben wir definitiv auch viel zu erzählen, was Lex angeht. Die Rundtour beginnt also und Ed Regis beschwert sich darüber, dass er eigentlich gar keine Lust hat, jetzt hier auf die Kinder aufzupassen. Aber John Hammond, der nun mal der Chef von Ed Regis ist, hat genau diesen aufgegeben, auf die Kinder aufzupassen. Das sind jetzt hier. Seine Diamanten, er muss seine Augen nur auf die Kinder halten. Und Ed sagt eben auch: Ey, ich mache aktuell nur noch Sachen, für die ich überhaupt nicht qualifiziert bin. Ich muss auf Kinder aufpassen. Er war auch irgendwie in den Vorfall mit einem Mitarbeiter involviert. Ich glaube, hier geht man so ein bisschen auf diesen Biss des Raptors ein, wo er auch sagt: Warum musste ich das machen? Warum nicht einfach jemand wie Dr. Harding, der ja wirklich auch Ahnung von Dinosauriern hat und da vielleicht helfen könnte? Ed Regis ist hier so ein bisschen der. Der Depp für alles. Und ich habe mir, ich muss da so ein bisschen lachen. Kennt ihr das, wenn ihr Bewerbungen schreibt? Und dann lest ihr so Stellenbeschreibungen, wo irgendwie drin steht, ja als Vorteil aber auch noch aufgelistet. Sie haben extrem gute Aufstiegschancen und sie haben hier ein breites Sammelsurium an Erfahrungen, die sie hier sammeln können. Was im Endeffekt einfach nur heißt, du mein lieber Freund, du bist hier der Idiot für alles, quasi für die ganzen Sachen, die keinen kein anderer machen will. Das heißt, du machst alles überall, aber halt einfach nur dämliche Aufgaben. Das ist wahrscheinlich so eine Bewerbung, die auch... anscheinend war das so eine Stellenausschreibung von Don Hammond gewesen. Und Ed hat sich einfach gedacht, ja, no, hört sich geil an. Und da schreiben wir mal. Deswegen ist Ed jetzt so ein bisschen hier... ich will nicht sagen, der Trottel für alles, aber... Er, er ist unzufrieden mit seiner, mit seiner Aufgabe in der ganzen Geschichte hier. Wir beginnen also jetzt endlich die Rundtour. Und anders als im Film laufen unsere Figuren jetzt durch verschiedene Stationen im Besucherzentrum auf der Isla Nubla ab. Im Film hatten wir diese, dieses komische Kino, dieses fahrbare Ding in der Mitte, das sich dann so gedreht hat. Und da konnte man in die Labore reingucken. Nein, hier in diesem Fall jetzt haben wir wirklich eine Rundtour mit unter anderem auch einem Dr. Henry Wu, der unsere Protagonisten dann durch die gesamten Anlagen hindurchführt. Unter anderem werden dann hier auch mal so kleine Sachen so an der Seite gedroppt, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, inwiefern das vielleicht noch sehr relevant wird für den Verlauf der Geschichte, denn es wird noch mal das Gift dieser Pflanzen angesprochen und zwar so auffällig wird auf dieses Gift noch mal kurz eingegangen, dass ich mir auch gedacht habe, okay, das wird noch mal in irgendeiner Form Bezug nehmen in der gesamten Storyline. Ich weiß noch nicht in welcher Hinsicht, aber ich glaube, da kommt noch mal irgendwas. Ebenfalls erwähnt auch Dr. Henry Wu, dass quasi an jeder Tür, ähm, die Sie eben sehen, da muss dran stehen: Vorsicht, Gift oder Vorsicht gefährlich, weil er eben meint, das ist einfach nur aus Sicherheitsgründen, dass wenn jetzt mal jemand vorbeikommt und das Ganze hier kontrolliert, dann muss das eben alles gekennzeichnet sein. Und das sagt er halt einfach, während gerade Leute da sind, die das auch wirklich überprüfen. Das war ein bisschen seltsam, aber okay, auf jeden Fall bemerken, der ja, Jurassic Park versucht hier und da immer wieder zu manipulieren, beziehungsweise auch einfach Sachen geheim zu halten. Denn ich hatte auch kurz das Gefühl gehabt, dass Henry Wu einfach sagt, ach, diese Türen müssen Sie überhaupt nicht beachten, da steht einfach nur dran, Achtung gefährlich. So nach dem Motto für die Versicherung, damit keiner mehr nachfragt. Aber ich habe das Gefühl, da ist noch irgendwas dahinter. Wir werden es dann spätestens im Laufe dieses Buch noch herausfinden. Vielleicht irre ich mich da auch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Auch Dennis Nedry bekommt jetzt hier nochmal so einen kleinen bisschen tieferen. Einblick in seinen eigenen Charakter, was mir auch sehr gut gefallen hat, denn hier erfahren wir jetzt zum allerersten Mal, warum ein Dennis Nedry tatsächlich der einzige ist, der an das Sicherheitssystem von Injun ran darf. Da haben wir uns schon oft genug drüber aufgeregt. Wie kommt man auf die Idee? Wie kommt ein John Hammond auf die Idee zu sagen, wir nehmen den Typ mit den riesigen Geldschulden, weil Hammond weiß ja davon, und setzen den einfach. An diesen Rechner und lassen ihn einfach die komplette Kontrolle haben über die Sicherheitssysteme. Das Buch erklärt uns das Ganze relativ simpel. Dennis Nedry ist wirklich der Einzige, der damit umgehen kann. Denn wir bekommen auch hier einen kleinen Flashback in Dennis Nedrys Uni-Zeit, wo dann ebenfalls auch darüber gesprochen wird, dass Nedry sich schon damals darüber gewundert hat, dass die Einstellungsmaßnahmen bzw. die Einstellungskriterien für diesen Job so übertrieben heftig waren und darüber spricht er mit jemandem. Ähm, ich meine, es war mit einem Dozenten von ihm und sagt eben ja, er hat irgendwas hier drin stehen, dass man mit über drei Milliarden Datensätzen umgehen muss und das könnte ja alles gar nicht sein, weil drei Milliarden Datensätze, was soll das denn sein? Und dann meint der Dozent äh, zu ihm: Na im Moment, das könnte irgendwas sein wie DNS natürlich, weil die ganze DNS-Manipulation und Biotechnologie ist ja im Buch in der Welt von Jurassic Park hier auf dem Vormarsch. Das bekommen wir in den Filmen so gar nicht mit, aber tatsächlich ist ja InGen nicht der einzige Konzern, der mit Biotechnologie rumhantiert. Die sind nur die einzigen, die es eben geschafft haben, daraus Dinosaurier zu erschaffen, aber auch andere Firmen machen andere Dinge. Und jetzt geht Dennis Nedry auf eine sehr coole Sache ein, wo ich sagen muss, ja hat Jurassic World Dominion und ebenfalls auch Fallen Kingdom aus dem Buch. Nämlich der Menschenklon Macy. Das wird hier im Buch ganz kurz angerissen. Ich frage mich, ob man da noch ein bisschen mehr drauf eingeht. Aber es wird gesagt, naja, es gibt bereits Forschungsversuche, die wirklich daran arbeiten, menschliche DNS zu 100% nachzustellen und eben selbst zu erschaffen. Also quasi um menschliche Klone zu erschaffen. Ich meine, aus welchem Grund sollte man sonst gesamte DNS-Stränge vom Menschen nachbilden können und eben reproduzieren? Das muss irgendwas mit dem Klon zu tun haben. Und ich schätze mal, das werden wir auch im Laufe dieses Buches nochmal erfahren. Aber ja, ich schätze mal, dass genau das so ein Ding ist, was alle Kritiker ja draußen kritisiert haben. Egal, wo man hingeschaut hat, es wurde immer gesagt, Menschenklone ist ja blöd. Nö, im Endeffekt, ey, ich bin kein Fan davon zu sagen, du musst halt das Buch lesen, um es zu verstehen. Aber ganz ehrlich, es ist halt nicht so blöd, wenn es wirklich auch aus der Originalfeder des Erfinders vom Jurassic Park kommt. Und ich muss dir einfach sofort an Macy denken. Ähm, hab da auch vielleicht ein bisschen zu viel reingedacht, aber es war einfach so auffällig, mal nebenbei gesagt: Ja, ähm, Menschen-DNS. Und Dennis Nedry erwidert übrigens dann auch darauf hin, das kann keine Menschen-DNS sein, weil wir sind noch gar nicht weit genug, um damit wirklich forschen zu können. Das heißt, er ist da so ein bisschen am rumstruggeln, worum es hier denn im Endeffekt geht. Und tatsächlich ist Dennis Nedry in der gesamten IT-Welt das, was Alan Grant in der Welt der Paläontologen ist. Der ist so eine kleine Berühmtheit in seiner eigenen Bubble. Das wird ja auch ganz kurz angerissen. Also, es macht Sinn. Dass Hammond gesagt hat, Dennis Nedry kriegt die Kontrolle über alles. Gerade der Hammond auch hier im Buch, dem das eh alles egal ist. Dem wird es egal sein, dass Nedry hier Geldschulden hat. Obwohl hat er auch im, Gel im Buch Geldschulden. Das wurde bisher glaube ich noch gar nicht angerissen. Wenn ja, bin ich mal gespannt, ob wir hier auch erfahren, warum er die großen Geldschulden hat. Aber auf jeden Fall wird das hier ganz schön erklärt, dass Nedry hier wirklich eine kleine Berühmtheit ist in Sachen Coding und IT. Ach so ja, und hier habt ihr übrigens auch noch mal ganz kurz das Symbol das an den Türen hier dran hängt zum Teil, was ich eben gerade erwähnt habe, wo Dr. Henry Wu einfach sagt, ja, das könnt ihr ignorieren. Deswegen auch nochmal der Tipp von mir selber, wenn ihr... Lust auf das Buch von Jurassic Park habt. Ich empfehle euch hier tatsächlich, euch auch das Buch zu kaufen und nicht unbedingt das Hörbuch, es sei denn, ihr habt wirklich gar keinen Bock auf Lesen, denn ihr habt hier so einige Grafen, äh, Grafiken drin. Grafiken und bestimmte Bilder, die das Ganze einfach nochmal unterstreichen. Und ich finde das, gerade wenn es um wissenschaftlichen Wirrwarr geht, extrem hilfreich zu verstehen, was mir gerade erzählt wird. Zum Beispiel auch so Sachen hier. Dazu kommen wir noch, aber einfach, dass man das auch selber mal nachvollziehen kann, wovon hier gerade geredet wird. Denn wir erfahren auch hier in diesem Kapitel unfassbar viel wissenschaftlichen Kram. Und ich habe mir dann ganz kurz so überlegt, das hättest du im Film so auf gar keinen Fall umsetzen können. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Ich. nicht unbedingt harter Tobak, aber es schweift so aus. Das, was John Hammond unserer Gruppe im Film innerhalb von zwei Minuten erklärt, und zwar das die Dino-DNS aus versteinerten Mücken herausgezogen wird, das dauert im Buch eine ganze Weile. Henry Wu erzählt so viel drumherum mit Blut und Blutkörperchen und man kann das nicht benutzen und man kann aber das benutzen und Eiweiße im Blut und dann haben wir aber Mücken gefunden und da geht das wesentlich besser und das ist dann der Grund und das und das und das und als Leser denkst du dir halt irgendwann einfach ey, ich habe's Gefühl, ich bin gerade irgendwie in so, einer, in so einer Masterarbeit gelandet, in irgendeinem Fach, wo ich überhaupt nicht hingehöre und lustigerweise hat Ellie Sattler im Buch dass dieselbe Idee Zumindest ist hier eben drin beschrieben, dass sie auf einmal einfach abschaltet. Also, das kennt auch jeder von euch, dass wenn irgendwann zu viel Input kommt von Informationen, die euch einfach nicht wirklich interessieren, weil ihr sie vielleicht doch einfach nicht versteht, was ja nicht schlimm ist, ne? aber so. So harter Tobak, so viel Wissenschaftsklumpert, kann schon mal sehr überfordernd wirken. Und Ellie Settler ist die Erste, die irgendwann einfach so einen Cut macht. Die hört irgendwann einfach gar nicht mehr zu. Und ich dachte mir, das ist nett. Das ist nett, dass, dass Michael Crichton hier auch so naja, drauf geachtet hat. Okay, das ist schon sehr viel. Und damit der Leser jetzt aber vielleicht dann nicht angefressen ist und sich denkt, bin ich blöd, erkläre ich vielleicht einfach mal ganz kurz, dass es den Figuren einfach ähnlich geht. Es ist wirklich sehr viel. Aber im Endeffekt lernen wir dasselbe wie auch im Film. Wie gesagt, eben nur noch mal ein bisschen ausschweifender. Was mich ja auch gewundert hat, ist, dass im Film kam es mir immer so vor, dass Bernstein eigentlich sehr, sehr selten war. Ich habe sogar eine Zeit lang gedacht, dass der einzige Bernstein, der jemals gefunden wurde, ist der in John Hammonds Stab. Und wir sehen ja später auch im Labor, wie ein Wissenschaftler das Blut des Moskitos aus so einem Bernstein rausnimmt. Und ja, ich dachte mir halt immer, okay, das ist ja einfach so eine Aufnahme irgendwie von früher. Und der einzige Bernstein, den wir jemals gefunden haben mit so einem Moskito, ist der an Don Hammonds Stab. Das stimmt zwar so im Film auch nicht ganz, weil wir sehen ja auch dann am Anfang vom Film, als Donald Gennaro das allererste Mal auftaucht, wie so ein Minenarbeiter auch einen Bernstein hervorhebt. Das heißt, es gab definitiv mehr. Aber trotzdem kamen die mir immer relativ rar vor. Deswegen habe ich das auch so seltsam gefunden, als wir in Jurassic World auf einmal so ganz viele Regale hatten, voll mit Bernstein und ich dachte mir, ja, okay, es ist halt so plump. Nee, Einfach auch, Pierre, das kommt aus dem Buch tatsächlich. Denn das, was wir in Jurassic World an Laboren sehen, ist im Endeffekt das, was hier drin beschrieben wird. Labore mit ganz vielen Computern, die keiner wirklich versteht und die permanent dabei sind, DNS-Codes bildlich darzustellen. Und du erkennst einfach gar nichts, weil das halt so viele. Code-Dateien sind, dass die halt permanent sich ändern und der Text andauernd irgendwie weiterfliegt. Quasi das, was uns auch Dr. DNS im Film erzählt. Übrigens, Dr. DNS gibt es im Buch überhaupt gar nicht. Der ist hier null mit dabei. Der wird auch nicht mehr auftauchen. Aber ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall auch ganz viele Regale mit verschiedenen Bernsteinen. Und es wird sogar mal ganz kurz angerissen, dass eben nicht nur Moskitos an sich, sondern sämtliche Insekten untersucht werden zum teil auch einfach insekten die gar kein blut saugen können in der hoffnung dass da irgendwelche dns drinnen ist natürlich ist dabei die stechmücke hier am lukrativsten denn die saugt ja dann direkt blut das heißt da ist auf jeden fall die nur dns mit dabei aber das labor hier war einfach ziemlich cool beschrieben dann lernen wir auch ganz kurz <laughs> ähm, Mr. Arnold kennen Mr. Arnold ich, ich, ey, ich will jetzt hier wirklich nicht provozieren aber ich denke mir manchmal wäre Jurassic Park 1 wenn der film heute erschienen wäre würden Leute schreien, der Film ist Vogue? Da gibt es ja so ein paar Sachen, die mir einfach aufgefallen sind. Da gehen wir auch im Laufe der Buchbesprechung nochmal drauf ein. Unter anderem auch das hier, denn Mr. Arnold im Buch Jurassic Park ist einfach weiß. Ja, und im Film hat man ihn mit Samuel L. Jackson besetzt und ich glaube, dass damals niemand rumgeschrien hat, oh. Ah gab es, glaube ich damals nicht. Das ist aber einfach nur so nebenbei, das ist mir halt aufgefallen und ich muss immer darüber lachen, wenn ich es so mitbekomme, dass diese ganze Political Correctness, die es ja definitiv gibt, müssen wir uns nichts vormachen, aber dass die halt heutzutage so kleinlich gehandhabt wird, dass, ich glaube, das wäre heutzutage wäre das auch schon so ein ganz kurzer Aufschrei gewesen mit ah, 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 da, ah, erwischt. Kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo ich sagen muss, das hat mir im Buch nicht so gut gefallen, das fand ich im Film wesentlich besser und zwar lernen wir jetzt die Brutstation kennen. Wir haben die Eier, die wir auch im Film sehen, wo dann später der Velociraptor ausschlüpft. Auch hier wird beschrieben, dass die Eier hier wirklich so QR-Codes drauf haben, was sie in Jurassic World auch haben. Ich glaube, in Jurassic Park sind dann nämlich noch keine QR-Codes zu sehen im Film, aber in Jurassic World, also hier hat sich Jurassic World wieder. Am Buch orientiert. Und im Film ist das Ganze so, dass wir jetzt sehen, wie der erste Dinosaurier langsam aus dem Ei herausschlüpft, also der Velociraptor. Der wird dann von Alan Grant so in die Hand genommen. Und das Ganze ist erst sehr magisch. Und John Hammond erwähnt dann daraufhin auch noch, ja, dass sie sich eben die erste Person oder die er das erste Lebewesen einprägen, das sie nach ihrer Geburt wirklich sehen. Da macht Alan Grant ja auch irgendwie noch so nach dem Motto, erkenne mich wieder, erkenne mich wieder. Und dann taucht eben die Frage auf, was ist das überhaupt? Und dann sagt Henry Wu, ein Velociraptor. Und im Film kippt die gesamte Stimmung plötzlich. Die Musik wird düsterer, die Kamerafahrt ist wesentlich unheimlicher auf diesen Dino gelistet und wir bekommen einen Cut zu der Fütterungsstation von den Velociraptoren. Und wir erinnern uns daran, dass Alan Grant ja am Anfang vom Film auch noch davor gewarnt hat, wie heftig diese Tiere sind. Im Buch haben wir jetzt eine Szene, Hey, machen wir uns nichts vor, da hat sich Jurassic World auch dran orientiert und das gefällt mir gar nicht. Wir haben jetzt hier süße kleine Kuscheltierraptoren. Der Raptor schlüpft aus und springt dann in Tim's Arme. Und der streichelt den dann so. Das mag jetzt hier so ein blödes Gemecker sein, muss vielleicht gar nicht hingehört, aber ich habe mir gedacht, nee, gefällt mir jetzt gar nicht, weil, ey, vielleicht wird das noch irgendwie aufgebaut, dass Tim nachher noch vielleicht eine Art von Beziehung zu so einem Raptor aufbauen kann oder die erkennen ihn wieder. Und dann haben wir sogar eine Referenz zu Owen, ich habe keine Ahnung, aber das war es war halt sehr komisch dass das ei irgendwie aufplatzt der raptor schießt dann direkt raus springt auch einfach direkt mal los nach dem schlüpfenden und landet in tims arm und er streichelt den eben und alles drum und dran und grant mag der raptor hier übrigens gar nicht also der raptor will auch nicht angefasst werden von grant fand ich sehr interessant weil ihn er einfach im film in der hand hält das mag er hier überhaupt nicht und mir ist ein kleiner buchfehler aufgefallen ich meine das buch heißt ja jurassic park ne? so wir dürfen aber nicht vergessen dass glaube ich kein einziger dinosaurier im film aus der Jurazeit stammt. Und Henry Wu erklärt dann ganz kurz, als sie so in diese Brutstation Labore reingehen, dass hier jetzt der Sauerstoffgehalt erhöht werden musste, das Klima ist hier anders und die haben da auch so ein bisschen Feuchtigkeit durch so Nebel eingeführt, weil die Embryos müssen sich Feuchtigkeit irgendwie selber aus der Luft entziehen. Deswegen, Zitat aus dem Buch hier, haben wir die Atmosphäre der Jurazeit nachgeahmt und dann schlüpft da ein Velociraptor raus. Da habe ich mir gedacht, okay, es ist vielleicht auch einfach egal. Vielleicht kann auch ein Velociraptor, die Atmosphäre wird vielleicht auch in jeder Zeitepoche gleich gewesen sein. Ich meine, das heißt jetzt ja nicht, dass irgendwie Trias und Jura komplett andere. Äh, andere Bedingungen damals hatten, aber in meinem Kopf war das irgendwie so. Das könnt ihr mir jetzt vielleicht in die Kommentare unten mal reinschreiben, ob das komplett egal ist, weil sie züchten auf jeden Fall Dinosaurier, die nicht aus dem Jura kommen und simulieren aber das Wetter oder die Umgebungstemperaturen, das Klima der Jurazeit. Da bin ich eben nur ganz kurz so drüber gestolpert. Mag im Endeffekt vielleicht auch gar nichts ausmachen für die Tiere selber. Hier haben wir übrigens auch noch mal ganz kurz ein Foto von den Codes, die kennen wir auch schon aus dem Film. Die auch nochmal ganz kurz dann von Henry Wu angehalten werden, damit er zeigen kann: Ja, dieses Programm, das durchsucht die gesamten DNS-Stränge und hält dann eben genau da an, wo bestimmte Lücken sind, damit die Wissenschaftler wissen, die Lücken müssen wir füllen. Und auch hier können wir eine Lücke sehen. Ich werde sie, kann ich sie zeigen? Da. Da ist eine Lücke. Da müssten wir jetzt quasi DNS einsetzen. So. Finde ich interessant, deswegen, ich bin der Meinung, wenn ihr das Buch wirklich im kompletten Umfang haben wollt oder auch genießen wollt. Das Hörbuch macht auf jeden Fall Spaß, aber ich finde so Kleinigkeiten hier, ja, die kannst du halt im Hörbuch schwer vorlesen. Deswegen macht sowas Spaß, einfach dann auch selber mal drauf zu gucken und eben zu schauen. Ah, da ist die Lücke, habe ich jetzt auch verstanden. Das gefällt mir eben ganz gut. Oder auch hier haben wir das nochmal auf der anderen Seite. So, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ne? Das ist einfach zum Verstehen. Es gibt hier wirklich ganze Seiten, da haben wir hier einen Text drin stehen und der Rest ist wirklich einfach nur, damit wir auch nachvollziehen können, was da jetzt halt drin steht. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass mir das hilft, auch Sachen zu verstehen, die ich einfach so sonst von der bloßen Beschreibung nicht checken würde. Achso, ebenfalls geht Henry Wu hier auch nochmal ganz kurz darauf ein, dass er der Meinung ist, dass man die DNS-Stränge der Dinos nicht einfach nur komplimentieren, sondern ebenfalls auch verbessern sollte. Daraufhin geht Hammond ebenfalls darauf ein und sagt, Henry, wir wollen die Welt nicht verbessern. Da habe ich mir kurz gedacht, das könnte auch schon so. Ein Foreshadowing sein auf den Henry Wu, den wir später in Jurassic World bekommen, der dann so ein bisschen andere Pläne hat, als John Hammond oder auch Simon Maserani hat. Also man merkt auf jeden Fall überall, dass die Jurassic World Filme sich hier am Buch orientiert haben und das Ganze nur einfach ein bisschen lieblos umgesetzt haben. Dann öffnet Hammond die nächste Tür zum nächsten Raum und das Kapitel endet. Und ich muss echt sagen, mir hat es gut gefallen und es war sehr, sehr, sehr viel. Erklärung mit dabei. Das hier ist Exposition, die du im Endeffekt aber brauchst und die mich auch, glaube ich, nur so ein bisschen gestört hat, weil ich mir, naja, einfach gedacht habe, das weiß ich schon. Ich habe das schon mitbekommen, halt eben einfach nur in kürzeren Happen erfahren. So ein paar extra Infos sind hier noch mit dabei. Das war auf jeden Fall ganz nett, aber ich glaube, das, was hier erklärt wurde, das muss schon erklärt werden, damit du wirklich diesen Wissenschaftsthriller auch als genau das akzeptierst. Denn Michael Crichton ist hier darauf bedacht gewesen wirklich so möglichst viele offene Fragen zu beantworten, wie es irgendwie geht und wenn er das auch hier einfach nur damit macht, indem er die Leser verwirrt, indem er halt sehr viel auf die Wissenschaft eingeht, aber es funktioniert. Also er erklärt wirklich die gesamten Schritte und es wird noch weitergehen, da bin ich mir ganz sicher. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, in diesem Sinne ihr Lieben, würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder zu Kapitel 15 mit dem Titel Oh, jetzt habe ich es zugeklappt. Nee, das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht rausschneiden. Selbstbestrafung ist das jetzt. Ähm, Kontrollraum. Kapitel 15 heißt dann äh, Kapitel 15 nennt sich dann Kontrollraum und auch hier bekommen wir wieder einige schöne Bilder zu Gesicht. Unter anderem bekommen wir jetzt endlich eine Liste aller 15 Dinosaurierarten präsentiert und bekommen ebenfalls auch mit, wie unsere Protagonisten darauf eingehen, dass diese Dinosaurier wirklich hier im Park sind. In diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich sagen, wir machen einfach weiter mit der Buchbesprechung nächsten Sonntag. Bis dahin macht's gut. Ciao Ciao.